Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder ein. Nein, das lassen wir. Warum mache ich das? Okay. Hallo ihr, ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar nochmal ein Wish Haul Life Test, sagen wir es mal so. Okay, ja, fertig. Und ja, ich habe jetzt drei Sachen mir rausgesucht. Und zwar, ja, brauche ich nicht sagen, die seht ihr gleich. Und ich würde einfach sagen, wir fangen direkt an mit einer Perücke. Und zwar ist das diese hier. Ja, mit Ombre und... Um Gottes Willen, wie machen wir denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. So. Also ich habe keine Ahnung, wie man eine Perücke anzieht. Nur mal so. Ach so, und ich bin etwas krank. Deswegen höre ich mich vielleicht auch etwas doof an. Also ich würde einfach mal jetzt einen Zopf machen, oder? Ich habe keine Ahnung. Kann mir das mal jemand... Ich habe halt auch kein Haarnetz. Nix. Ich könnte ja eigentlich das nehmen, was die da hatten, zum Einpacken. Wenn ich mir jetzt so einen Dutt mache, dann sieht man den ja. Oder? Muss ich den so weit unten machen? Ist halt gerade jetzt auch echt unpassend, dass ich blaue Haare habe, ne? Was ist das eigentlich? Warum ist hier so ein... Ding? Meinst du so? Was? Was geht ab? Doch keine Ahnung. Jo. Ihr seht vielleicht in meinem Gesichtsausdruck, dass ich völlig überfordert bin. Oh Gott! Und jetzt? Okay. Peinlich, Johanna. Oh Gott. Peinlich. Das war's, oder? Das ist schon sexy, du. Was ist denn das? Passt, mein Kopf ist einfach zu groß, oder? Oh, jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Ich sag einfach nichts dazu. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. So. Das ist mir jetzt so richtig peinlich. So richtig peinlich. Ich krieg's einfach nicht hin, mir diese Perücke aufzuziehen. Weil, ja klar, also ohne jetzt mal meine Haare da unten drunter, aber überhaupt, oder gehört es so, oder ist sie einfach nur schlecht, dass man es halt mega sieht, oder klar, mir steht auch die Farbe nicht, ist mir aber auch egal, aber, hä? Ich bin so überfordert. So sieht's ja ganz okay aus, wenn man es nur so betrachtet. Sobald man den Kopf betrachtet, sieht es einfach nur kacke aus. Möchte jemand diese Perücke bitte melden? Blah. Ich verschenke sie. Okay? Möchte sie jemand? Ab in die Kommentare, wer sie haben will. Das ist jetzt die Maske, wo ich mir eigentlich... diese mit diesen Blubberblasen holen wollte. Aber naja, die ist es nicht. Dafür ist es etwas anderes. Scheiße. So richtig. Okay. Fail. Ich mache da ist einfach so ein kleiner Spatel dabei und ich trage mir die jetzt einfach mal auf. Also riechen, oh mein Gott, tut sie so gut. Halt mega nach Parfüm, aber ist ja egal. Das erste, was ich direkt schon sagen kann, angenehm, es riecht Bombe, es ist nicht irgendwie eklig oder glitschig, was ich am Anfang gedacht habe, weil die ist halt richtig so schwabbelig. Und man kann sie bestimmt richtig oft anwenden, weil ich habe jetzt... Ja, ich habe ein bisschen viel drauf wahrscheinlich. Aber das habe ich nur aus dem Deckel rausgenommen. Also, das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich habe ja keine Ahnung, wie man die anwendet. Ich habe sie jetzt einfach drauf gemacht und ja, mal sehen, was daraus wird, weil ich kann ja kein Japanisch und weiß ja auch nicht, wie lange man die anwenden muss. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so
5 bis 10 Minuten drauf und dann würde ich sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was man damit dann macht. Ob man sich das einschmiert oder... Ja, ich werde es dann einfach abmachen mit trockenen Tüchern, würde ich sagen. So, Dele, ich habe das Ich habe das jetzt 10 Minuten einwirken lassen und jetzt machen wir das ab. Ja, gut. Fühlt sich richtig gut an. Also es ist alles so, auch so kühl und schnell eingezogen und so. Ich schaffe es irgendwie heute nicht in die Kamera zu gucken. Lasst mich in Ruhe, okay? Ja, okay. Warum rede ich eigentlich immer mit mir selber? Nächstes Produkt. Ja, dankeschön. Also das nächste Produkt ist Henna. Und davor ist eine grüne Spitze dran. Also da. Und die muss man abbrechen und dann malt man sich das auf. Und ich würde einfach sagen, ich hole euch ran, mal das auf, lasst es einwirken und zeige es euch dann. Okay, seid ihr mit einverstanden? Ich sehe euch nicken. Genau. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war etwas außer Kontrolle. Oder ich war etwas außer Kontrolle. Wie auch immer. Ist ja auch egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und lasst es einfach. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habe ich schon gesagt. Egal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.